Hallo Leute und willkommen zurück zu Galactic Civilizations 4. Wir spielen die Version 0.6 und die Version ist zum Testen vorgesehen. Okay, dann schauen wir uns mal an, was wir hier bauen können. Auf Breka 1. Ah, das ist ja hier. Ja, und die Kernwelt, die werden wir vorerst nicht aufgeben. Weil da ja Breka 2 ist und Breka 2 möchten wir dann erstmal Kalscha flippen. So, was haben wir denn hier so für Kultur? Oder Einfluss besser gesagt. 77,6. Und da 4,4, okay. Fabrika 2 liegen wir mit 67% vorne. Okay. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Hier wird halt ein Einfluss generiert. Und damit 3 Einfluss eingehend. Und ach, 3 Einfluss sogar ausgehend. Okay. Gut, ja, was bauen wir dann? Wir können noch keine Distrikte bauen, die uns Einfluss geben. Aber wir können dann Unterhaltungsdistrikte bauen. Also irgendwann werden wir die Welt bestimmt aufgeben. Aber dann können wir so lange halt noch dafür sorgen, dass die Leute glücklich sind. Gerade bei einem hohen Sozialwert können wir sagen Entertainer. Und 50%. Dann 60%. 69%. 75%. Ja, 79%. Ja, 86%. Okay. Gut. Ah, dann ruhig da auch noch eins. So. Ja, hier haben wir jeden Fall ein Forschungsschiff dran und dann können wir da weitermachen. So. Ja, Asteroidenbergbau. Gehen wir da rein. Ja, dann haben wir halt wieder beide, die angrenzend sind. Da haben wir ein Frachtschiff. Also ein Handelsschiff. So. Ja, und wir fliegen einfach mal mit dem Frachter hier nach unten. Richtung der Menschen. Und dann schauen wir mal, wenn es da ist, welche Planeten noch keine Handelsroute haben. So. Ja, und ein Kolonieschiff. Was ist das? Handelsschiff? Ah. Da ist das Kolonieschiff. Da ist auch nichts unterwegs. Ja, da können wir noch nicht siedeln. Das wird ein... Ja. Da fehlt uns die Technologie für. Und... Ja, in Breka 1, was bauen wir da als nächstes?
Ah, ruhig noch ein Asteroidenschiff. The Raptor. Er kostet 2 Logistik. 12 Angriff. Eine Verteidigung. Ja, 12 Angriff ist halt schon mal ganz cool für 2 Logistik. Ja, dann wollen wir den ruhig. So. Ach so. Okay. Wir hatten ja schon ein Asteroidenschiff hingeschickt. Ein Minenschiff hingeschickt. Da sind ganz viele zusammenhängend. 5 Stück. Fliegen wir da mal hin. Ah, 2x Durantium, okay. Ja, und der eine Planet, der ist auch schon besiedelt. Ein Klasse 2 Planet. Und wir gehen nach da rum. So, hier eine Sternbasis, um das Antimaterievorkommen noch zu erschließen. Dann wie immer erst ein Minenring. Und dann okay, noch von Lord Kona eine Nachricht. Er möchte, dass wir gegen die Altarianer kämpfen. Aber das machen wir nicht. Wo einmal schauen, ob es da irgendwelche Heimatsysteme gibt. Nein. Ja, das sehen wir ja aufgrund der Augen des Universums. Also wird es da auch keine Sektorverbindung geben. Ja. Also wir könnten jetzt eine Militärbasis draus machen oder eine Kommunikationsbasis. Und ja, das machen wir auch, weil also wir nehmen jetzt eine Militärbasis. Ist eigentlich egal, was wir nehmen. Okay, wir nehmen eine Kommunikationsbasis. Damit unser Einflussbereich schneller ausgedehnt wird. Und dann noch das grundlegende Verteidigungssystem. Und das bessere Verteidigungssystem lassen wir sein, weil das würde jetzt halt Antimaterie kosten und ein Modul. Ja, und jetzt kriegen wir hier 0,2 Antimaterie pro Runde. Nochmal 0,1 durch die Kommunikationsbasis. So, ja, und hier möchten wir ja die Flotten zusammenlegen, um dann dort anzugreifen. Sensorreichweite ist nur 6. Ja, nächste Runde geht's dann weiter. Oh. Da wurden wir, glaube ich, von Piraten angegriffen. So. Ja, welchen Bürger stecken wir denn auf das Schiff?
Haben wir hier eine Erwartungshaltung von 25. Er darf dann gerne ins Weltall. Ja, und hier hat aber irgendwie ein Sniper oder sowas. Da setzen wir dann einen Marker. Brauchen nur eine Schiffswerft und dann können wir sagen, neuer Wegpunkt. So. Ja, jetzt müssen wir mal schauen mit der Logistik. Weil wir sind bisher Maximum haben wir 10. Das neue Schiff hat 4. Das heißt, da muss irgendwas rausfliegen. Also das Schiff ist ganz gut beim Kampf. Und ja, das ist unser Erkundungsschiff. Ah, das ist das Heldenschiff, das uns bei der Erkundung von Anomalien plus 25 Credits gibt. Aber schwach im Kampf ist. Und ja, das Schiff, mit dem haben wir ja angefangen. Es hat schon mal 12 im Angriff und 36 Hitpoints. Das Schiff hat nur 28 Hitpoints und 6 Angriff. So, dann sind wir auch bei 10 Logistik. Sensorreichweite 9. Ah, das Schiff hat Sensorreichweite 11. Dort ein Upgrade erhalten. Ich kann ja hier ruhig hinterher fliegen. Oder sogar ein bisschen voraus mit der hohen Sensorreichweite. So, und da tut sich was. Da haben wir, also mit dem Schiff alleine können wir dann nicht kämpfen. Also 6 Angriff, Laserangriff, 8 Panzerung gegen kinetische Waffen und 40 Points. 4 Bewegungspunkte. Ja, und mit der Flotte haben wir erstmal die passende Verteidigung. Und wir greifen dort an, wo der Gegner keine Verteidigung hat. So, nächste Runde abwarten. Das Schiff kann aufgewertet werden. Und ja, in Bewegungspunkte, Sensorreichweite 7. Da können wir ruhig mal die Bewegungspunkte erhöhen. Dann geht's da weiter. Ah, okay. Das ist ein kleines Schiff. 4 Angriff, 4 Verteidigung. Das ist dann schon die größere Variante gewesen mit 6 Angriff, 8 Verteidigung. Okay.
Wasserschiff. Ja, hier, Thulium und ganz viele Asteroiden. Da können wir ruhig hinfliegen und eine weitere Sternbasis errichten. Yep. Einmal dahin. So, hier geht's weiter. Und ein Bericht von unserem Forschungschef. Ah, okay, wir können dann entweder einen Altar für die Krin bauen. Oh, und dann kriegen wir auch 2 Krin. Oder 300 Credits. Ja, wir nehmen das mal mit dem Altar. Oh, und da kommen jetzt ganz viele Schiffe. Schauen wir uns gleich an. Einmal werfen wir einen Blick auf den Altar. Und ja, da wächst der Einfluss. Okay. Und angrenzend plus 1 auf Zustimmung und 1 auf Einfluss. Ja, unser Bevölkerungsmaximum wird bald erreicht. Ja, wir könnten hier ein bisschen Bevölkerungsmaximum, also ein paar Bewohnerdistrikte bauen. So. Ah, und das überlegen wir uns noch. So, weiter geht's. Ja, genau, hier mit den Gegnern. 6-8. Ah, 6-8 scheint das Stärkste zu sein. Ja, okay, gut. Dann wagen wir uns mal vor. Wir haben noch 4 Bewegungspunkte. Oh. 9,16. Und 3 Bewegungspunkte. Ja, ich würde halt gerne keine Hitpoints verlieren. Weil da ist halt schon ein bisschen mehr los. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, aber man muss ja für die andere Rakete eigentlich. Hat man da nur eine Reichweite von 4, meine ich. Noch ein bisschen verbuggt. So. Ah, mit der kleinen Rakete drauf. So. Habe ich schon ein bisschen was verloren. Und das Schiff, das geht Anomalien erkunden. Da kriegen wir jedes Mal 25 Credits. So. Ah, da geht's weiter. Hier die gelbe Anomalie. Ja. Was haben wir denn hier als Tanks?
Wer würde denn den Schaden fressen? Der große Markt. Ach, den habe ich vergessen. Ja, also hier die beiden Celery Sword und der große Markt. Sie würden halt zuerst angegriffen werden. Und das Forschungsschiff ist halt ein Supportschiff. Wird ganz am Ende angegriffen. Ja, damit könnten wir eigentlich schon eine gelbe Anomalie auch angreifen. Aber keine rote. Aber eine gelbe geht. Gehen wir dann nächste Runde. So. Okay, die versuchen zu fliehen. Dann Angriff. So, wir haben 3 Hitpoints verloren. Ja, es sind alles Escort-Schiffe und hier die Prospector, die wurde getroffen. 3 Hitpoints, weniger. Und das halt bei so einem Minischiff. Hat die Prospector keine Schilde? Ah, die hat keine Schilde, okay. So, ja, und jetzt hier eine gelbe Anomalie, leicht verteidigt. Ein Schiffsfriedhof. Ja, und da haben wir gesehen, der Tooltip ist ja auch noch da. Ein 6 Laserangriff. Oh. Ach, wir haben das Schiff übernommen. Ja, okay. Also teilweise wurden ja jetzt hier die Pop-Ups entfernt und hier in so Nachrichten gemacht. Aber ja, bei so gelben und roten Anomalien, da müssten sie das eigentlich, also da können sie ruhig ein Pop-Up machen. Das ist ja spannend. So. Ja, also das Schiff haben wir jetzt wohl bekommen. 2 Logistikpunkte. Und ja, ansonsten sehr schwach. Ja, und wir können mal schauen, ob wir hier Verteidigung drin haben. Nein. Ah, wenn die nämlich verteidigt sind, dann sind die Bewohner noch ein bisschen glücklicher. Und hier. Ah, ein paar Hitpoints haben wir schon verloren. Oh. Nein, wir erklären in Intervention keinen Krieg. Wir können nämlich jetzt hier unsere Schiffe upgraden. Also das hat mit der Kriegserklärung nichts zu tun. Und ah, hier haben wir auch schon Abfangjäger drin. Grand Market. 11 Bewegungspunkte, ja okay. Ah, und das Schiff ist ja auch nicht so schnell kaputt zu kriegen. Da könnten wir ja ruhig noch einmal hier 2 Abfangjäger dazufügen. Dann haben wir 10 Bewegungspunkte. Das geht hoch auf 11.
Und hier. Ah. Da haben wir schon 11 Bewegungspunkte. Ja, wir können dann hier ruhig Raketen hinzufügen. Obwohl, das Schiff ist ja ein Supportschiff. Das macht eigentlich. Das sind eh nicht am Kampf teil. Dann. Ja, wobei, doch, es kann am Kampf teilnehmen, wenn Gegner zu dem Schiff durchbrechen. Dann kann es sich noch ein bisschen verteidigen. Okay. Gut. Ja, dann machen wir hier nächste Folge weiter. Bis dann. Bye bye.